Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bevor wir mit diesem Video starten, möchte ich dich recht herzlich zu unserem gratis Webinar einladen, dessen Link du unten in der Videobeschreibung findest. In diesem kostenlosen Webinar werden wir dir Schritt für Schritt zeigen, wie du deinen Ex-Partner in wenigen Tagen zurückbekommst und welche Fehler du genau jetzt niemals machen solltest. Außerdem können wir dir ganz gezielt auf deine derzeitige Situation eingehen, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die genau auf deine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Melde dich also direkt nach dem Video mit einem Klick in der Infobox kostenlos an. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Er meldet sich nicht mehr. Das Thema "er meldet sich nicht" oder "er meldet sich nicht mehr" ist bei jedem Betroffenen mit einigen Emotionen, Verunsicherung und Anspannung verbunden. Niemand möchte abgelehnt werden. Niemand möchte jemanden verlieren, zu dem man sich hingezogen fühlt. Doch leider kommt es immer wieder zu dem Phänomen, dass unvermittelt der Kontakt ausläuft, abbricht oder zumindest für geraume Zeit einschläft. Eine normale Konsequenz, die sich hier zwischen einem Mann und einer Frau ergibt, sind Schwierigkeiten, denn nicht immer sind die Gründe für ein kleines Kommunikationsloch so gravierend, dass sich die noch so junge, aufkeimende Verbindung nicht retten lassen könnte. In anderen Fällen muss man nach einigen Versuchen jedoch einsehen, dass es keinen weiteren Ausbau geben kann. Wichtig ist jedoch, solltest du feststellen, dass sich dein Gegenüber mehr und mehr zurückzieht oder vollkommen von der Bildfläche für dich verschwindet. Zu viel Emotionalität und unkoordinierte Kontaktversuche sind nicht förderlich. Hiermit erreichst du häufig das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest. Im nachfolgenden Beitrag werden dir gezielt 6 relevante Tipps gegeben, die dir helfen, mit der Situation zurechtzukommen. Verliere nicht den Mut. Nicht jede Situation ist endgültig. Einiges benötigt einfach nur Zeit. Du hast immer 2 Optionen. Entweder du distanzierst dich oder du entscheidest dich selbst, dass du einige gezielte Schritte einleitest, damit dein Schwarm dennoch mit dir konfrontiert ist und du nicht in Vergessenheit gerätst. Bei all diesen Maßnahmen, die darauf abzielen, subtil wieder mit ihm in Kontakt zu treten, solltest du jedoch darauf achten, dass zu viel manchmal halt wirklich zu viel ist. Finde eine Balance, die Raum lässt, dass sich eine Situation dennoch natürlich entwickeln kann. Solltest du jedoch feststellen, dass sich die Angelegenheit mit deinem Schwarm als nicht mehr zielführend herausstellt, so scheue auch nicht davor zurück, deinen Weg ohne ihn weiterzugehen. Denke immer daran, dein Leben hat auch ohne diese Person viele Jahre gut funktioniert. Tipp Nummer 1, wenn er sich nicht bei dir meldet. Bewahre Ruhe und bleibe ganz bei dir. Hilfe, er meldet sich nicht mehr oder er meldet sich nicht. Dies sind in einer Kennenlernphase Situationen, die gemeinhin für viel Verunsicherung sorgen. Eine besondere Empfehlung für dich gleich zuerst. Behalte deine Ruhe und Selbstachtung. Es kann eine Reihe von Ursachen dafür geben, dass er sich nicht mehr meldet. Neben der Kennenlernphase mit dir geht natürlich auch sein alltägliches Leben weiter. Hier kann dir nur empfohlen werden, dich in einer solchen Phase zunächst zu beruhigen und tief durchzuatmen. Viele Frauen reagieren in solchen Situationen mit emotionalen Anrufen, vielen WhatsApp-Nachrichten und weiteren nicht regulierten Kontaktaufnahmeversuchen. Damit erzielst du jedoch nur, dass dein Prince Charming auf Abwägen sich in die Ecke gedrückt und überfordert fühlt. Beachte immer auch die soziale Infrastruktur deines Gegenübers. Ist er vielleicht familiär stark eingespannt? Liegt eine berufliche Stresssituation vor? Ist er eventuell einfach krank? All diese Gründe können bei einem Mann dazu führen, dass er sich gegebenenfalls temporär nicht mehr meldet. Neben den scheinbar so bagatellisierten Gründen können jedoch auch noch fundamentalere Problemsituationen aufgetaucht sein. Diese sind für dich sicherlich nicht angenehm, aber auch das kann sein. Er meldet sich nicht. Weitere Optionen, die hierfür sprechen. Er meldet sich nicht mehr. Er kann schlicht sein Handy verloren haben und muss nun seine Nummern erstmal organisieren. Ein Todesfall einer nahestehenden Person hemmt ihn. Es kann aber auch sein, dass sich seine Ex-Partnerin gegebenenfalls wieder gemeldet hat und er sich nun überlegt, wieder zu ihr zurückzukehren. Oder aber er ist sich nicht sicher, ob er die zarte Verbindung mit dir noch weiter ausbauen sollte. Sicher, auch diese Optionen können Gründe darstellen, dafür, dass er sich nicht mehr bei dir meldet.
Wenn du nun in eine emotionale Phase verfällst, weil du dir unsicher bist, kannst du das gerne machen. Zeige es ihm gegenüber aber nicht. Ziehe dich ebenso eine Zeit lang zurück und schaue auf dich. Viele Frauen begehen den kapitalen Grundfehler, dass sie nun vollkommen aufgeschreckt mit ihren Handlungen Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Dieses Vorgehen bewirkt bei einem Mann, der entweder keine Zeit oder ein rückläufiges Interesse an deiner Person hat, das genaue Gegenteil. Er wird sich überfordert und genervt fühlen. Wenn du ihm aber nun den Raum zugestehst, dass er entweder zunächst seine privaten Angelegenheiten klären kann oder sich über seine Gefühle im Klaren werden kann, so wirst du eher sein Interesse und vor allem seine Achtung ernten. Gib ihm Raum und Zeit und konzentriere dich auf dich. Unternimm etwas Schönes. Triff dich mit Freunden, geh deinen Weg weiter unabhängig und selbstbewusst. Eine Faustformel hierbei ist, lass ihm unter Umständen durchaus ein paar Tage Zeit, bis du einen neuen Kontaktaufnahmeversuch startest. Wichtig ist, bleibe ganz bei dir und stelle deinen eigenen Wert nicht in Frage. Er meldet sich nicht mehr. Diese Erfahrung ist zunächst für dich verunsichernd, aber in ihr liegt auch viel Potenzial, denn du kannst unter Beweis stellen, dass du auf seine Avancen nicht angewiesen bist. Wenn es also bei dir heißt, er meldet sich nicht, dann lass dich nicht verunsichern und sehe diese Situation als Chance. Verliere durch solch ein Erlebnis nicht dein Selbstvertrauen oder den Glauben an dich selbst. Im besten Fall ist lediglich ein gut erklärbares Problem der Grund hinter dem vermeintlichen Nichtmelden. Nach einer Zeit der Ruhe kann häufig der Kontakt wieder aufgenommen und weiter intensiviert werden. Tipp 2. Mache etwas für dein eigenes Wohlbefinden. Er meldet sich nicht oder vielmehr er meldet sich nicht mehr. Einmal mit solch einer Situation konfrontiert, ruft das in der Regel viele Fragen hervor. Männer möchten jagen. Das ist ein innerer, evolutionär bedingter Trieb, der sich nur sehr schwer unterbinden lässt. Wenn du nun der Situation ausgesetzt bist und dir denkst, Hilfe, er meldet sich nicht, dann ist die Verunsicherung zunächst einmal verständlicherweise groß. Neben einer gehörigen Verunsicherung werden sich wohl auch Gefühle der Unzulänglichkeit mit hinzugesellen. Du darfst jedoch in diese Fehler nicht verfallen, da sie dir grundsätzlich nicht weiterhelfen. Lethargie und unnötige Sorgen haben schon viel Zeit unnütz verstreichen lassen. Zu einer Lösung führen sie in der Regel aber nicht. Es kann dir nun dringend empfohlen werden, dass du dich für dich einfach mal zurückziehst. Du hattest auch ein Leben vor deinem Prinz Charming. Kümmere dich um die wichtigste Person, die du hast, nämlich um dich selbst. Unternimm etwas Schönes, kaufe dir ein paar neue Kleider, geh zum Friseur oder lass dich im Wellnessbereich eines Schönheitssalons verwöhnen. Die möglichen Ideen hierbei können vielfältig sein. Umso attraktiver du dich nach solchen Unternehmungen fühlst, umso besser für dich. Denn dein eigenes Selbstwertgefühl wird hiermit angeregt. Du machst etwas Gutes und zwar für dich selbst. Das Selbstvertrauen und die Zuversicht, die du dadurch erhältst, wirst du auch nach außen transportieren. Auf deine Umgebung und auf ihn wirst du wie folgt wirken. Du wirkst frischer und ausgeglichener auf deine Umgebung und wirst vermutlich weitere Verehrer anziehen. Du wirst Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Hinterlasse das ein oder andere Bild auf Instagram von deiner neuen Frisur oder einem kleinen Shoppingtrip. Das Selbstbewusstsein in Verbindung mit deinem Stolz und deiner Grazie wird ihn über kurz oder lang, wenn er wirklich Interesse an dir hat, wieder auf den Plan rufen. Wechsle auch einmal wieder das Profilbild in WhatsApp, aber mache es dezent. So sendest du unterbewusst Zeichen, die ihn sicher wieder dazu animieren werden, in Kontakt mit dir zu treten. Du wirst sehen, wenn du dich auf dich besinnst und dich als wichtigsten Menschen wieder in den Fokus rückst, wird sich die Situation für dich normalisieren. Denn auch du hast dein eigenes Leben mit eigenen Ups und Downs, wie er auch. Parallel hierzu wirkst du für ihn weitaus attraktiver, weil du deine eigene Unabhängigkeit in den Mittelpunkt stellst und ihm auch deutlich machst, dass es zwar schön ist, wenn er sich wieder meldet und ihr Zeit miteinander verbringt, du jedoch auch in der Lage bist, ohne ihn zu leben. Deshalb fokussiere dich und lebe. Er meldet sich nicht. Tipp 3. Finde eine Balance im Social Network. Der Kennenlernprozess zweier Menschen
kann ein sehr ambivalentes Verhalten auf beiden Seiten hervorrufen. Nicht umsonst heißt es immer, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Hier müssen oftmals Kompromisse eingegangen und auch an der einen oder anderen Stelle viel Verständnis aufgebracht werden. Er meldet sich nicht, beziehungsweise er meldet sich nicht mehr bei dir. Deine Verunsicherung oder vielmehr dein Ärger sind verständlich. Du kannst nun deine Wahl treffen, ob du im nachfolgenden Verlauf eher taktisch und zielsicher vorgehst oder dir vielmehr durch sinnlose Aktivitäten eine mögliche Beziehung verbaust. Social Media ist heutzutage ein wichtiger Aspekt im Leben der Menschen. Zukünftige Generationen werden Portale wie Instagram noch viel komplexer nutzen als die Generation der Babyboomer. Hier kannst du Fluch und auch Segen finden. Um nun weiterhin an der vermutlich etwas eingeschlafenen Beziehung zwischen Prince Charming und dir zu arbeiten, ist es empfehlenswert, das Social Media wohl dosiert einzusetzen. Wenn er sich nun nicht mehr bei dir meldet, so geh den Social Media Weg. Was du vermeiden bzw. tun solltest. Unternimm bitte keine Überaktion an Posts. Setze vereinzelt Posts ein, um deiner Außenwelt zu zeigen, was du machst. Vermeide es, am laufenden Bande Posts zu setzen, die jede einzelne Mahlzeit zeigen. Denn das ist nicht nur für deinen Herzmenschen langweilig und uninteressant, sondern auch für deine übrige Umgebung eher nervend. Poste das ein oder andere Bild von dir, das sich in einer geselligen Runde zeigt oder bei einem Event. Auch dein Profilbild solltest du einmal wieder ändern. Das bringt Abwechslung und garantiert dir, dass du ihm auf seiner Timeline angezeigt wirst. Verzichte bitte darauf, ihn direkt über den Messenger oder weiteren Diensten anzuschreiben. Sicher, es ist verständlich, dass du mit ihm kommunizieren willst, aber das ist in einer solchen Situation eher kontraproduktiv. Wenn du dein persönliches Social Media Management dann daraufhin abgestimmt hast, dass du dich über einige Zeit so subtil in Erinnerung rufst, kannst du, sollte er es noch nicht von alleine gemacht haben, auch wieder in Erwägung ziehen, ihn zu kontaktieren. Überlege dir aber bitte im Vorfeld, inwieweit du das genau machen möchtest. Es hat Gründe, weshalb du der Situation ausgesetzt warst. Hinterfrage, ob du das nun auch wirklich willst. Wenn du dich hier positiv entscheidest, dann verlinke ihn doch einfach auf einem lustigen Bild oder schick ihm ein lustiges Bild zu. Humor ist schon in anderen Lebenslagen das Salz in der Suppe gewesen. Und wer weiß, vielleicht ist es ihm unangenehm, sich zu melden, aus welchen Gründen auch immer. So könntest du auf humoristische Weise das Eis brechen. Wenn er sich jedoch nur kurz und knapp hierauf meldet oder noch schlimmer dieses Vorgehen ebenso ignoriert, dann solltest du dir die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, weiter Zeit in diese Person zu investieren. Wenn also bei dir gilt, Hilfe, er meldet sich nicht oder er meldet sich nicht mehr, kann eine taktisch kluge Nutzung der Social Media Kanäle ein probates Mittel darstellen, um sich subtil in Erinnerung zu rufen. Du solltest jedoch gezielt darauf achten, dass du dieses Vorgehen nicht zu aufdringlich gestaltest. Viel hilft nicht immer viel. Das gilt vor allem in diesem Kontext im Social Media Bereich. Auch dieser Tipp bzw. diese Option kann dir federführend dabei helfen, die Situation für dich ins Positive zu verwandeln. Sei dir stets bewusst, dass an jedem Tag die Sonne neu aufgeht und jeder Tag neu geschrieben wird. Gleiches gilt auch für die Verbindung zu deinem Herzmenschen. Jetzt kommt der Tipp Nummer 4, falls er sich nicht bei dir meldet. Halte dich über Freunde und Bekannte auf dem Laufenden. War er zunächst im Rahmen des Kennenlernens noch hoch interessiert und ständig bei dir und tritt dann auf einmal die Situation ein, er meldet sich nicht oder er meldet sich nicht mehr, so gehe in dich und überprüfe genau, wie dein weiteres Vorgehen sein soll. Eine direkte Kontaktaufnahme oder vielmehr der Kontakt mit Freunden und Bekannten von ihm kann hier eine gute Möglichkeit sein, um zumindest auf dem Laufenden gehalten zu werden und sicherzustellen, dass in dem einen oder in dem anderen Gespräch dein Name ihm gegenüber genannt wird. Doch die Vorgehensweise ist hier wichtig. Überprüfe, ob du wirklich die Möglichkeit hast, auf diese Art und Weise eine subtile Kontaktanlaufstelle zu kreieren oder ob das Vorgehen zu auffällig ist.
Wichtig ist es auch in diesem Bereich, dass du für dich abwägst, ob es sinnvoll ist, so vorzugehen. Diese Variante ist zudem auch daran gebunden, dass du sein persönliches Umfeld soweit auch kennst und einschätzen kannst. Solltest du hier Interaktionspotenzial erkennen, so steht einer dezenten Nutzung nichts im Wege. Hier ist das Anwendungsportfolio auch recht breit gestreut. Verlinke aus Spaß im Social-Media-Bereich die Freundin seines besten Freundes auf lustigen Bildern. Like das ein oder andere Bild bei Facebook oder Instagram von Menschen aus seiner Umgebung. Gehe doch mal wieder zu dem Lieblingsitaliener, in dem auch Freunde von ihm regelmäßig sind. Vielleicht läuft dir durch Zufall jemand über den Weg, den du von seiner Seite her kennst. Verabrede dich auch durchaus, sofern der Kontakt besteht, mit der einen oder anderen guten Bekannten von ihm oder seiner besten Freunde zum Kaffee und tausch die Neuigkeiten aus. Zugegeben, heutzutage ist es einfacher als früher Kontakt zu anderen Personen aufzubauen und auch halten zu können. Doch zu viel Aktionismus in diesem Bereich kann auch mehr Schaden anrichten als nützen. Diese Maßnahme sollte nur angewandt werden, wenn wirklich Interaktionspunkte mit dem näheren Umfeld deines Herzmenschen bestehen. Sollte das jedoch der Fall sein, so kannst du wohldurchdachte Schritte in Erwägung ziehen, um wieder auf dich aufmerksam zu machen. Zeige dein Licht auch hier in Verbindung mit viel Selbstbewusstsein und einem eigenbestimmten Leben. Das wird sicher deine Unternehmung unterstützen, um auf dich aufmerksam zu machen und deinen Schwarm dazu animieren, sich wieder zu melden. Das Mittel des Freundes- und Bekanntenkreises kannst du immer dann anwenden, wenn du dich in seinem Freundeskreis so weit auskennst und bereits erste Anknüpfpunkte bestehen. Hier hast du die Möglichkeit, dich immer wieder unterschwellig in Erscheinung zu bringen, sodass dein Schwarm nicht auf die Idee kommt, dich zu vergessen. Aber auch hier gilt in einer Situation, mit der Prämisse es gilt, er meldet sich nicht oder er meldet sich nicht mehr, wäge ab, ob du das wirklich möchtest. Diese Unternehmungen kosten Zeit und Kraft. Solltest du jedoch diese Option als ein gutes Mittel einschätzen, um nicht in Vergessenheit zu geraten und dennoch auf dem Laufenden gehalten zu werden, dann nutze diese Möglichkeit. Er meldet sich nicht. Tipp Nummer 5. Date einfach weiter. Die Erfahrung, er meldet sich nicht oder er meldet sich nicht mehr, ist eine Situation, in der jeder Mensch über seinen eigenen Selbstwert stolpert und sich verletzlich sieht. Oftmals tauchen hier schnell alte Verletzungen aus früheren Beziehungen oder früheren Datingphasen wieder auf und schmerzen. Experten sprechen in diesem Kontext auch von dem inneren Kind, das in Erscheinung tritt. Grundsätzlich gilt, dass jeder mit einer solchen Ghosting- bzw. Ablehnungserfahrung anders umgeht. Um dich auf andere Gedanken zu bringen, abzulenken und dein Ego gegebenenfalls ein wenig aufzuwerten, hier ein ganz anderer Ansatz. Date einfach weiter. Insofern du dein Tinder- oder LeVou-Konto noch nicht gelöscht hattest, kann die Suche nach etwas Ablenkung und Abwechslung also starten. Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um dich abzulenken. Lass zum Beispiel ein paar schöne Fotos von dir schießen und aktualisiere deine Single-Accounts. Je nachdem, wie du deinen Schwarm kennengelernt hast, wird er es sicherlich mitbekommen, wenn du wieder auf den Plattformen unterwegs bist. Hattest du nicht auch schon so lange diesen einen Arbeitskollegen, der immer besonders nett zu dir war und dich ständig ansieht und anlächelt? Geh doch einfach über ein Date in die Offensive, um ihn etwas näher kennenzulernen. Ablenkung tut der Seele gut. Deshalb verkrieche dich nicht zu Hause und geh unter Menschen. Ein Feierwochenende in ein paar angesagten Clubs der Stadt wird dir hierbei helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Und wer weiß, wie man dort vor Ort so alles kennenlernt. Einige Experten preisen auch immer wieder den sogenannten Ablenkungs- oder Frustsex an. Solltest du also einmal wieder Lust verspüren, dich unverbindlich mit jemand anderem zu treffen, dann mache es. Hauptsache, es tut dir gut und hilft dir, dich wiederzufinden. Die Thematik, Hilfe, er meldet sich nicht oder er meldet sich nicht mehr, kann unter Umständen für das eigene Wohl und Selbstwertgefühl wirklich belastend sein. Hier ist vom Prinzip her alles erlaubt, was glücklich macht oder ablenkt.
Das Daten hat parallel hierzu den wesentlichen Vorteil, dass es zumindest auch nicht unbemerkt bleibt. Dein eigentlicher Schwarm könnte hier durchaus, weil er merkt, dass du begehrt bist, wieder in Aktion treten und erneut von ganz alleine in Kontakt mit dir kommen. Kommen wir jetzt zu Tipp 6, wenn er sich nicht mehr meldet. Lerne loszulassen. Er meldet sich nicht oder aber er meldet sich nicht mehr. Das sind leider Verhaltensweisen, die immer wieder zum Vorschein kommen können. Nicht jede zwischenmenschliche Beziehung, unabhängig davon, welche Intensität sie hat, ist immer gleich konstant und intensiv. Wir alle kennen jedoch solche Phasen oder vielmehr Exemplare, die beinahe schon die Strategie des Ghostings anwenden. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist hierbei meist schon nicht mehr interessant zu wissen, da du dich mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit zurückgestoßen oder verletzt fühlen wirst. Diese Gefühlslagen sind auch vollkommen verständlich sowie nachvollziehbar. Wenn nach ein paar Tagen oder gar nach ein paar Wochen noch immer kein Lebenszeichen von ihm eingegangen ist und er auch weder auf subtile noch auf direkte Kontaktversuche reagiert hat, so solltest du für dich entscheiden, ob die Situation für dich so optimal ist. Halte dir in der Situation, er meldet sich oder er meldet sich nicht mehr, folgende Aspekte vor Augen. Hinterfrage die tatsächlichen Gründe für seine Kommunikationsscheue. Hat er sich kritisch dir gegenüber gezeigt oder könnte sogar wieder Kontakt zu einer alten Liebe bestehen? Hinterfrage, was dich an ihn fesselt. Ist es das Gefühl, dass du gerade nicht genügen könntest, das dich an ihn bindet? Möchtest du gefallen um jeden Preis? Kannst du mit Zurückweisung, auch wenn sie eher subtiler Natur ist, nicht umgehen? Hinterfrage es. Bringt dir die Situation, in der du dich gerade befindest, in irgendeiner Form etwas? Bist du unsterblich verliebt? Hat er dir schon einmal emotional etwas zurückgegeben? Oder bist bzw. warst nur du in einer emotionalen oder gar materiellen Geberfunktion? Auch diese möglichen Sachverhalte solltest du überprüfen, um zu deiner inneren Ruhe zu kommen. Hat dieser Mensch in den letzten Tagen und Wochen womöglich dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt? Hast du dich vollkommen vergessen und deinen eigenen Selbstwert beiseite gestellt? Wo bist du? Siehst du dich noch? Sollten diese Fragen in eine Richtung beantwortet werden, die darin gipfelt, dass dir die Situation schlicht nicht gut tut und du dich selbst vergisst, so gehe in dich und frage dich, ob du das tatsächlich möchtest. Ist es dieser Mensch wirklich wert, dass du dich schlecht fühlst? Und du dich selbst womöglich noch vollkommen unnötig klein machst? Wäge hier ganz klar für dich ab, was du möchtest. Hilfe, er meldet sich nicht oder er meldet sich nicht mehr, ist eine Gegebenheit, die Chancen in sich trägt. Oftmals kannst du erst durch solch eine Erfahrung für dich feststellen, was du tatsächlich möchtest und ob dir dieser eine Mensch wirklich so wichtig ist, dass du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst. Loslassen ist manchmal schwieriger, als an einer Situation festzuhalten. Treffe für dich die Entscheidung, aber treffe sie weise und wäge objektiv ab. In einer Situation zu verharren, in der man sich als möglicher Partner nicht abgeholt fühlt, ist kein angenehmer Umstand. Verschließe in einer solchen Zeit nicht die Augen vor deiner Umgebung und schenke ihr Beachtung. Oftmals findet man bereits in kleinen Dingen Trost und den entscheidenden Anstoß, eine verfahrene Situation aufzulösen oder in ihr eine positive Wendung zu geben. Ich hoffe, dir hat auch dieses Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr über ein Like und einen Klick auf den Abonnieren-Button freuen, damit du nichts mehr verpasst. Denke bitte auch an unser kostenloses Webinar, was wir dir unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Wir zeigen dir dort alle Tricks und Kniffe, um deinen Ex-Partner in wenigen Tagen zurückzubekommen und welche Fehler du derzeit unbedingt vermeiden solltest. Derzeit haben die meisten unserer Kunden dies in weniger als 17 Tagen geschafft. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du einer von diesen Glücklichen bist und wir uns gleich im Webinarraum wiedersehen.